Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum heutigen Devisenradar, JFD-Devisenradar am Freitag, dem 13. Februar. Und wir wollen mal sehen, ob uns das Glück hier trotzdem hold sein kann am heutigen Freitag. Es wird sicherlich spannend sein, wie der Tag hier noch ausgeht, gerade bei dem Indizes DAX hier Richtung 11.000. Das ist eine ganz, ganz spannende Geschichte, was hier aktuell passiert. Doch wie verhalten sich hier generell die Währungen? Ich habe heute hier mal die Intraday-Beschau mitgebracht, der Top 15 FX-Pairs inklusive Gold, um hier mal auf dem M15 Timeframe, also hier im 15-Minuten-Chartintervall, mal zu sondieren, wie die Rainbows daherkommen. Und da sehen wir hier einerseits, wenn wir hier diese obere Reihe mal durchgehen, Euro-US-Dollar in einem schönen Long-Modus. Hier läuft auch gerade noch ein kleiner Long-Trade. British Pfund ähnlich interessant. US-Dollar-Cut hier schön im Short-Modus. Hier gehen wir weiter durch. Das ist alles uninteressant. British Pfund, Schweizer Franken kann interessant sein, aber wegen dem Schweizer Franken hier immer ein bisschen Vorsicht walten lassen. Gold im 5-Minuten-Chart interessant, aber hier im 15er nicht so. Wir stellen das mal gerade um. Mal schauen, hier haben wir noch im 5-Minuten-Chart einen kleinen Long-Modus, hingegen hier im 15-Minuten-Chart das Ganze schon wieder ein bisschen spinnt, also hier eher abwarten, aber im M5er kann man durchaus Short suchen. US-Dollar Schweizer auch interessant, US-Dollar Schweizer Franken, aber hier eben die Korrelation zum Euro-US-Dollar recht hoch, insofern hier Euro-US-Dollar in jedem Fall zu bevorzugen. Schweizer Franken hier ähnlich, Schweizer Franken technisch eine gewisse Gratwanderung, und wenn wir dann hier weiter durchgehen, ist eigentlich dann nur noch das britische Pfund gegenüber dem japanischen Yen von Interesse. Da kommt in Kürze auch gleich noch ein Statistik, FTSE Pattern Logik Tagesauswertungscheck im Stream. In den Stream. Hier schauen wir Neuseeländer US-Dollar auch noch an. Das sieht eigentlich auch ganz interessant aus auf der Long-Seite. Und US-Dollar Yen hier im Sinne des Short-Momentums auch interessant. Sie sehen einige Paare hier mit gewissen interessanten ja, Darstellungsvarianten. Wir wollen uns aber heute hier mal den zwei Primärwährungen Euro, US-Dollar und British Pfund, US-Dollar näher widmen. Dazu ganz kurz vorab hier die heutige FTSE-Logik, die am JFD-Desktop schon zu sehen war. Also hier die Beschau auf Stundenbasis der möglichen Tendenzen. Und hier deutet sich ganz klar, hier bei den Pairs, die in US-Dollar gehandelt sind, Euro, US-Dollar, British Pfund, US-Dollar, ein stärkerer Down-Move an. Hier bis ja, zur Mittagszeit bzw. bis zum Nachmittag kann es hier ordentlich nach unten krachen. Zumindest deutet sich hier diese Tendenz an. Und hier sehen wir natürlich konträr dazu US-Dollar, Schweizer Franken nach oben schießen. Also eine gewisse US-Dollar-Stärke scheint sich hier nach der sozusagen darstellenden Kristallkugel hier zu eröffnen. Warten wir ab, was passiert. Denn die Rainbow-Strukturen weisen aktuell noch auf was anderes hin. Und dann fangen wir gleich mal mit Euro-US-Dollar an, der im Prinzip, wie gesagt, hier schon von mir gecovert wurde. Sehr interessant dahingehend hier im M15, dass wir hier aktuell diesen positiven Rainbow sehen. Hier diese Asia-Range und diesen Ausbruch hier, den habe ich im Prinzip gekauft und antizipiert. Wenn gleich mal zugeben muss, dass hier auch schon eine Position über Bord ging, nämlich vor dem Hintergrund, dass der Markt hier mir ein Schnippchen schlug und insofern wurde das Risiko schon reduziert. Ich führe die Order mal auf. Hier oben haben wir sie. Wir gehen mal ein Stück weiter rein in den Chart. Und zwar habe ich dann hier praktisch die Position im Sinne eines Scale-Out-Prinzips verringert hier bei der Hälfte. Also Sie sehen hier, kam der Ausbruch. Da bin ich direkt aufgesprungen, um praktisch diesen Ausbruch aus der Asia-Range zu traden. Dann kam es aber direkt zu einem starken Rücklauf und hier dann in der zweiten Kerze war dann der Punkt oder der Zeitpunkt erreicht, hier die Hälfte der Position zu schließen, also hier das Risiko zu reduzieren. Und insofern bin ich jetzt hier noch mit dem halben Risiko drin. Stop ist hier unten ganz klar gesetzt. Das heißt, wenn wir jetzt hier doch noch neue Tiefs machen, dann kann es durchaus sein, dass hier der Euro gegenüber dem US-Dollar auch noch tiefer in den Rainbow eintaucht und dann natürlich irgendwo hier unten, Schrägstrich vielleicht hier erst am Tief der Asia-Range, wieder nach oben dreht. Das bleibt abzuwarten. Aber dieser Ausbruchsversuch, das war die Idee. Der ging fehl, daher zum Risiko- und Management durchaus legitim, die Position zu verkleinern, wenn die erwartete Bewegung in solcher Form dann eben nicht stattfindet. Warum dann warten, bis man komplett ausgestopft wird? Hier nehme ich im Prinzip das Risiko schon raus und warte jetzt einfach ab, was noch passiert. Hier ist das gestrige Tageshoch auch auf diesem Level, insofern ein schönes Pullback-Niveau. Und Sie sehen hier in der Vorkerze sind wir schon knapp an diesen Stop rangelaufen, aber haben eben auch das gestrige Tageshoch getestet und das Momentum, wie schon gesagt, ist ja grundsätzlich positiv. Hier im M15, aber auch hier im M5 sehr, sehr interessante
Bewegungsimpulsivitäten und jetzt sollte Euro-US-Dollar eben nach oben aufdrehen, um hier ein bisschen Potenzial auf der Oberseite zu entfalten. Man darf gespannt sein, ob er es noch tut. Die FTSE-Vektorlogik spricht dagegen. Was auch dagegen spricht, ist die heutige Tagesstatistik. Euro-US-Dollar hier am Freitag mit einem schwachen Tag. Seit Mittwoch, Sie sehen es hier rein statistisch gesehen, Mittwoch, Donnerstag, Freitag schwache Tage, wenngleich der Mittwoch hier mit nur 37% positiver Schlusspreis natürlich ganz klar hervorsticht als eindeutig schwächster Handelstag der Woche. Warten wir ab, was passiert. Momentum, wie gesagt, positiv. Und wenn es zu einem Ausbruch aus der Asia Orange kommt, ist das im Prinzip immer noch ein ganz, ganz attraktives Setup, was hier dann durchaus zu weiter steigenden Preisen führen könnte. An den Märkten, an den Börsen ist natürlich nicht sicher. Das wissen Sie genauso gut wie ich. Insofern muss man einfach mal abwarten, wie der Markt sich entwickelt. Schauen wir uns jetzt mal das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar nochmal an. Hier praktisch als zweite Währung. Da tauchen wir gerade ein Stück weit tief ein. Ich sehe hier gerade starke Verluste. Wird übrigens mit dem Check zum britischen Pfund gegenüber dem japanischen Yen dann gleich interessant werden. Da, wie gesagt, ist ja was in der Pipeline, was wir hier analysieren. Hier beim britischen Pfund sind wir gerade schon nach unten im M15 jetzt rausgebrochen aus der Asia Orange. Wir sehen, wir haben es nicht geschafft, hier mit dem Start der European Session hier nach oben rauszuziehen. Jetzt gehen wir hier viel mehr nach unten. Und ja, das könnte auch ein Sinnbild dessen sein, was Euro-US-Dollar vielleicht noch macht. Mal abwarten, was passiert. Wir haben heute noch 10:30 Uhr News aus Großbritannien. Die Bauproduktion für Dezember stehen hier an. 10 Uhr kommt noch das Bruttoinlandsprodukt aus Italien. Das kann für den Euro interessant werden. Was richtig interessant ist für den Euro, ist um 11 Uhr nicht vergessen hier das Bruttoinlandsprodukt zum vierten Quartal des letzten Jahres der Europäischen Union. Also hier aufpassen, da wird es bestimmt spannend. Aber im Ideal hat Euro-US-Dollar bis dahin schon noch ein bisschen mehr vollzogen. British Pfund US-Dollar aber trotz der aktuellen Rücksätze hier im M15 immer noch an einer sehr schönen positiv strukturierten Aufwärtsbewegung. Das ist auch hier im M5 zu sehen, wenngleich hier im M5 wir schon deutlich zu tief eingetaucht sind. Hier gilt, würde ich persönlich abwarten, bis sich hier der Preis oberhalb dieser Rainbow-Farben wieder in diesem grauen gleitenden Durchschnitten gefangen hat. Muss man mal abwarten, was kommt. Kann auch ein kleiner Fake-Out hier gewesen sein. Jetzt zieht er nach oben durch, gar keine Frage. Das bleibt abzuwarten. Hier im M15 das Bild, aber wie gesagt, noch sehr, sehr konstruktiv. Und wenn es das britische Pfund eben schafft, hier rauszuziehen nach oben, neues Tageshoch über die Asia Range, über das gestrige Tageshoch, dann wäre das hier durchaus eine sehr, sehr positive Indikation. Wir haben auch bislang nur 45 Pips zurückgelegt, um eben hier im weiteren Verlauf, ja, Sie sehen hier die durchschnittliche Range im Schnitt um die 120 Pips, um hier noch deutlich was nach oben abzuliefern. Kommt es nicht dazu, dann muss man natürlich sehen, kippt der Rainbow ganz klar nach unten und wir haben hier das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar am Freitag mit einem sehr, sehr schwachen Handelstag. Sie sehen hier nur 34% positive Schlusspreise. Das ist deutlich unterdurchschnittlich, also hier rein statistisch der Freitag ein ganz, ganz bärischer Tag für das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar für das Cable. Und das zeigt sich auch hier, dass wir schon ein neues Tagestief gemacht haben und aktuell nur 10 Pips davon weg sind. Also wenn wir hier unter der Asia Range bleiben, dann kann es durchaus sein, dass wir hier deutlich tiefer in den positiven Rainbow eintauchen und sich dann möglicherweise auch hier ja, so ein negativer Spin ergibt, der dann, wie gesagt, das ganze bullische Setup eigentlich on acta legt. Dann hätten auch hier mit großer Sicherheit die, Moment, jetzt holen wir nochmal diese Logik hier auf, dann hätten auch mit großer Sicherheit hier diese Marktteilnehmer, die hier auf die Pattern-Schrägstrich-Fuzzi-Logik setzen, hier ihren Vorteil. Und man muss zugeben, diese aktuelle negativ sich darstellende, positive, negativ sich darstellende Fuzzi-Logik kommt hier mit dieser schwachen Wochentagsstatistik schon hier sehr, sehr schön in Einklang. Insofern muss man selber natürlich entscheiden, was man macht. Wie gesagt, Pattern-Logik und Statistik spricht für fallende Preise. Rainbow noch für positives Sentiment, aber gerade British Pfund US-Dollar sieht hier schwach aus mit diesem neuen Tagestief, was bereits erzeugt wurde. Insofern könnte die Rainbow-Struktur kippen. Letztlich muss jeder selbst wissen, was er daraus macht. Ich empfehle auch immer, eigene Setups natürlich anzuwenden. Das hier, die Darstellung, ist letztlich nur ein Hinweis, wie ich hier die Märkte persönlich scanne und screene. Insofern auch hier nochmal der Haftungsausschluss-Risikohinweis ganz zum Ende der heutigen Sendung. Wir wären nämlich jetzt schon durch. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie mögen, wie gesagt, schalten Sie später nochmal ein. Da gibt es dann wieder JFD Live Trading TV. Ein bis zweimal in jedem Falle heute noch, vielleicht sogar ein drittes Mal, wollen wir sehen. Ich sage aber jetzt schon mal vorab, falls wir uns nicht mehr hören oder sehen, ein schönes Wochenende an Sie und wenn Sie mögen, natürlich bis Montag in alter Frische. Ciao, Ihr Christian Kämmerer.